Sieht immer alles gleich aus. Alles Ansichtssache. Boah. Aber wir sind draußen. Ich höre jemanden. Die Kamera ist aber so eklig, als wäre es die ganze Zeit reingezoomt. Jo. Tschüss. Was ist hier? Prison Block. Okay. Mach das vielleicht eine Notiz. Das ist das Spiel übrigens. Hashtag frei. Er spielt allein und verliert. Das ist das Spiel. So fühlt mich auch gerade. Es gibt mathematische Beweise, dass wenn du 1 plus 3 plus 4 plus 5 und so weiter für eine Unendlichkeit addierst, du eine Antwort bekommen wirst. Wenn du aber kurz vor der Unendlichkeit aufhörst, dann hast du eine unbeschreiblich große Zahl. Wenn du bis zur Unendlichkeit weitergehst, dann kommst du bei minus... ein Zwölftel raus. Negativ. Was? Ich verliere den Verstand, ja. Das merke ich gerade. Ich erinnere mich an die Fahrt hierher 400 Meilen mit einem Mietlaster. Der Job, der gerade rechtzeitig erscheint, um unsere Rechnungen zu bezahlen. Unsere Schulden, die Versicherung. Die Jungs schliefen hinten. Nichts als AM-Radio. Gospel, Country-Western, paranoides Spätabendprogramm. Wir sangen Patsy-Kleinlieder und lachten über die Verschwörungstheorien über Aliens und Geister. Die Kilometersteine rauschten im Scheinwerferlicht vorbei. Ich will hier nicht sterben. Ach so. Das hast du dir jetzt notiert, oder was? Man sieht hier einen halbnackten Typen. Gewichtsstämme und notiert sie erstmal irgendwas über minus ein Zwölftel. Wollen wir tauschen? Ich will da nämlich, glaube ich, rein. Okay. Übrigens zu. Ah, hier. Ja. Cool. Schöner Raum. Schöner Raum. Doof. Okay. Schöner Raum. Hä? Gibt es hier irgendwo rein? Ah, jetzt geht es hier drüben auf. Ah. Lass dich nicht so hängen, Junge. Nee. Was verpasst? Also hier rüberspringen halte ich erstmal für eine doofe Idee. Irgendwo hoch? Ist ein Schlüssel oder irgendwas bei dir? Nö. Geh mal auf, please. Ich bin barfuß. Ich bin mir jetzt erst so auf.
War die ganze Zeit schon offen hier? Ich bin blind. Hä? So. Orientierung auf Doom, ey. Da hätte ich jetzt hingucken müssen. Nicht erschrocken, sorry. Muss ich jetzt hier runter? Jetzt natürlich nicht rüber. Also es sieht nicht so aus, als müsste ich jetzt hier runter. Ah, hier. Oder auch nicht. Doch, hier. Hier? Achso. Kann ich bitte haben? Danke. Ich dachte gerade wegen des Nebels. Hier kann man nicht runter. Ja, wenn ich halt woanders hingucke, das ist halt doof. Du musst ja den nächsten erschrecken. Wait, what? Ich muss jetzt hier langkommen. Was war jetzt das Ziel? Gelange zum Funkgerät im Gefängnis. Okay. Ah, hier Treppe. Motion-Drahtzaun in the morning. Nö, gar nicht. Die Schniedelmänner aus dem ersten Teil. Ihr habt euch kein bisschen verändert. Okay, komme ich natürlich rein. Wir bloß hier lang. Ihr sucht ja den anderen, ne? Den von Outlast da, diesen Reporter, der reinkommt. Nicht mich. Soll ich ihn zurückwerfen? Alter, was macht ihr denn hier für eine Party? Ich hab gar nichts gemacht. Du siehst übrigens sehr besonders aus. Ich geh mal hier lang, ne? Nee, nee. Whistleblower, ne? Ja, die Whistler, die ich echt blowen müssen, einfach nur. Deswegen heißt es auch so. Ich muss da rein, da drüben ist offen. Oder ist das Funkgerät hier? Gelang zum Funkgerät. Okay, bloß die Akte. Schade. Nehmen wir mal mit. So, Kurt. Wir haben wieder einen, übrigens Kurt Cobain ist heute oder gestern 10 Jahre, 12 Jahre tot oder so ähnlich. Na egal. Kurt, wir haben wieder einen und diesmal kannst du es nicht als einen Fall von akuter psychopathischer
Belastungsreaktion abtun. Ein Wachmann ganz hinten im Verwaltungsblock ist der neueste Mitarbeiter, der anfängt, Wernickes Märchen zu sehen. Er war nie dem Antrieb direkt ausgesetzt, ist nie unterhalb des ersten Stocks in diesem Gebäude gewesen. Es wäre schon ein unglaublicher Bruch von Protokoll und Sicherheit, wenn Ärzte sich in höherer Reichweite eines angestellten Wachmannes über Warwider unterhalten würden. Und es scheint schon sehr unwahrscheinlich, dass er alleine über eine solch obskure und mystische Geschichte gestolpert ist. Es ähnelt zu sehr dem Fall von Dr. Samuel und den anderen vor ihm. Es ist eine Sache, wenn ursprünglich gesundes und medizinisches Personal unter dem Bann der Wahnvorstellung ihrer Patienten fallen, aber es ist etwas anderes, wenn diese Überzeugungen, und ich weiß auch nicht, über die Luft übertragen werden. Wir müssen persönlich miteinander sprechen. Billings. Heißt auf Englisch Rechnung. Naja, gute Kurt. Kurt Cobain. Bester Mann. Ich höre jetzt da unten kämpfen. Alle kämpfen, aber die brüllen sich da an. Der Kopfballspiele und. Die Schniedelmänner sind jetzt unten bei den. Ist ja egal. So. Funkgerät hier. Ich habe das Funkgerät gefunden. Vielleicht haben sie nicht mehr Budget. Kuhbein. You, it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. War der gleiche Typ nicht auch schon beim normalen Outlaws da? Du? Siehst noch echt gesund aus. Bis auf die Haare. Die Schatten. Bitte so auf. Okay. Das sieht echt komisch aus. Das sieht echt doof aus. Schubs ihn. Konnte ich halt nicht mal. Freund oder Feind? Okay. Ah, Funkgerät. Okay, oder was? Jetzt verwischt er es einfach. Waylon? Moin, Ghost Rider. You couldn't just keep your mouth shut. You couldn't just play along. But you're talking now. Do me a favor and die here, Park. Ich glaube, das werde ich noch einige Male tun. Alter, nicht der schon wieder. Der Dicke! Der Dicke! Oh oh. Oh oh. Du siehst mich nicht. Das ist bei euch auch, der Bildschirm ist schwarz.
Wenn mir der Bildschirm schwarz ist, drücke ich F5. Wenn ich F5 drücke, ist blöd. Nee, F für Flashlight. Guck's mit Handy, okay. Als ob der Dicke hier ist. Also muss es wirklich vom normalen Outlast spielen, weil ich glaube, jetzt spoilere ich keinen, wenn ich sage, dass im normalen Outlast er am Ende ja stirbt, der Dicke. Hm, nett. Am Anfang, ich glaube, das war sogar die Story. Das war so die Story, dass du am Anfang vom normalen Outlast kommst du ja hin, weil irgendjemand Dokumente hat durchsickern lassen, die belegen, dass hier Kacke abgeht. Und ich glaube, exakt diesen spielen wir. War das nicht so? Nein, jetzt gehst du... Wieso gehst du jetzt hier rein? Findest du es okay, oder was? Ich muss hier lang. Mit einem Schlag? Spoiler. Entschuldigung, ja. Nimm's zurück. Hab gelogen. Soll ich mich jetzt hier verstecken? So, wir waren hier relativ sicher. Okay. Ich war gerade eben sicher. Jetzt eher nicht so. Guckt man den Outlast auf dem Handy? Ist doch viel zu klein. So, hier ist auf jeden Fall nicht sicher. Hier in die Ecke würde ich mal gehen. Der wirft den Dicken mit Speck und lässt sich in Ruhe. Er ist gankt bei Lee Sin von jetzt hier gankt bei Gragas. Das hört doch einfach nicht auf. Er ist gerade durch die geschlossene Tür gelaufen. Die Tür ist... Okay. Ich will nicht behaupten, dass es ein Bug war. Aber so ein Türspalt ist, glaube ich, ein bisschen klein für den Guten. Wieso kommst du denn jetzt hier in die Ecke? Komm doch wieder, Dumbies. Dann Ghost Rividox. Jetzt geh, Digga. Gehen lassen. Ich muss eigentlich eine Brille tragen. Das ist der Witz. Mache ich aber nicht mehr. Ich habe eigentlich 3,25 Dioptrien. Ich bin ja weitsichtig. Dank der Gene meines Vaters. Aber der Witz ist ja, ich hatte in der ersten Klasse damals angefangen mit Brille. Mit 0,25 Dioptrien oder so. Ich geh mal dabei hier lang, ne? Das ist ja nicht stören, Digga. Und dann wurde es immer schlimmer von den Augen her. Also die Sehstärke wurde immer schwächer. Doof, ne? Und wenn ich dann eh nicht mehr... Wegen sie sich nicht den Scheißbox gesehen.
Erreiche Verletzungsblock. Um zu entkommen. Ja, weil ich damals ein bisschen doofe Spitznamen und so hatte, bezüglich meiner Brille, dachte ich damals, nee, komm. Du trägst sie jetzt nicht mehr, wenn du in die neue Schule kommst, damals von der 10. zur 11. Klasse. Deswegen habe ich jetzt keine Brille getragen. 2009. Und deswegen ist meine Sichtstärke auch gleich geblieben. Übrigens so, Storytime. Nee. Jemand, der so sehr wie ein Priester aussieht, wie dieser Ort einem Irrenhaus ähnelt, schreibt Anweisungen an die Wand, redet über Gott, sagt mir, ich solle keine Angst haben. Wie konnte ich nur je bei diesem beschissenen, inhumanen, giergetriebenen Moralgenozid mitmachen? Die Monster, die Murkoff erschafft, der Umfang, mit dem ihre stiefelleckenden Geschäftsfirmen es verteidigen, ihre eigenen Leute abgeschlachtet. Ich habe noch nie in meinem Leben gebetet, Lisa, aber sollte ein engstündiger Gott mitmischen wollen, dann soll er Jeremy Blair töten, bevor ich sterbe. Vernunft und Habgier, es gibt keine Qualen, die er nicht verdient. Es gibt kein Funkgerät, keine Hoffnung, die Außenwelt zu erreichen, nur entkommen. Judy! Finanzplan. Brillt zu Bert. Das kommt mir auch bekannt vor. Kann auch sein, dass es im ersten Brillen-Support war. Das setzt sich bestimmt durch. Danke, Daniel. Danke dafür. Muss ich doch erlangen. Don't be afraid, you're doing his work. Whether you know it or not. Der Typ malt gerade mit Blut an die Wand down the drain, den Abfluss herunter, was man beim Outlast, beim ersten Teil, findet. Der Typ ist dann hier an der Wand, down the drain, down the drain. Oh gut, das ist ein anderer. Ist das Vater Martin? Alter, geil! So sieht aus wie der Sänger von Asp, aber okay. Glaube ich zumindest, dass es so ist. Das würde ich jetzt so, weil hier und so... Kommt mir auch arg bekannt vor. Ja, ja. Und im Sommer dann grillt zu Pato. Ich lasse euch mal drin, wenn ihr es mir nicht übel nehmt. Hey, hey, hey. So nicht. Zu Party? Zu Party. Und da kommt mein Vati. Das ist doch erst... Ist es jetzt ernsthaft? Das Level? Weil das kommt mir so arg bekannt vor. Entweder ist es wirklich im ersten Teil... auch gewesen. Ich hab's doch schon irgendwann mal gespielt, den zweiten Teil, also den Whistleblower, den Pfeifenbläser. Alter, das ist nicht gerade so schnell. Das ist einfach. Oh! Geh doch raus! Speichert. Und da kann er natürlich nicht mit rauskommen. So, ich würde sagen. Wir machen mal ein bisschen Päuschen, ne?